Pidissel, jetzt kommt die Mega-Überraschung. Das muss in Caps Lock geschrieben werden, weil es einfach eine Mega-Überraschung ist. Es wird das absolute Spieleparadies. Hätte ich sowas in meiner Kindheit gehabt, ich wäre komplett ausgerastet. Oh, wir geben dir Awesome. Nein! Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Und Zombie ist heute scheinbar extremst gut drauf, denn der springt ein bisschen rum. Zombie, ist bei dir alles in Ordnung? Ja! Ja. Ups, aua! Hallo Siri! Willst du ein Steak? Nicht nur Zombie ist heute dabei. Ich bin im F5-Modus, das sah gerade gut aus in der ersten Sekunde. Maudado! Maudado ist dabei und natürlich auch Manuel. Hi Manuel! Hallo. Wie geht's dir? Alles gut? Alles okay. Leute, es gab in den letzten Tagen ein paar Verwirrungen, die mich auch selbst zum Nachdenken gebracht haben. Kommt mal bitte ganz kurz alle so ein bisschen zusammen. Wo seid ihr denn alle schon wieder verstreut? Auf dem Dach. Ich komm. Warte, ich habe eine Idee. Lass uns bitte erstmal auf das geheime Nachdenkhaus gehen, okay? Kommt mit, Leute. Welches geheime? Ich habe das... Ja, guck. Hier, das Nachdenkhaus. Okay. Alter! Wow, das war MLG. Okay, Leute. Ich habe nämlich dank der Zuschauer einen wichtigen Punkt. Könnt ihr euch noch damals an die Sache mit Herr Bergmann erinnern, wo Candy nicht aus dem Fenster springen wollte, weil sie Höhenangst hatte? Sie hat sich nicht getraut. Ja. Nee. Wer ist Herr Bergmann? Ja. Und jetzt plötzlich, das letzte Mal, als wir mit dem Gleitschirm geflogen ist, ohne zu zögern, hat sie den angezogen und ist losgeflogen. Sie hatte dann zwar einen kleinen Unfall, aber... Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch nicht normal. Ein Prank? War das beim ersten Mal ein Prank? Ich weiß es nicht. Also irgendwas ist mir da ganz... Maudado? Zombie, was macht die bei euch? Maudado, hast du uns was zu erklären? Maudado hat mich weggeschickt. Hey. Vielleicht hat sie eine andere... Wir hatten ein anderes Thema. Wir hatten gerade ein anderes Thema. Okay, Maudado. Wenn du darüber nicht reden willst... Aber die ist schon klar. Candy versteckt, die sneakt doch im Bett. Ich bin vom Nachdenkhaus runtergefallen. Vielleicht hat sie ja eine Höhenangsttherapie gemacht. Bei dir im Bett wahrscheinlich. Hallo Candy. Hi. Hi. Hey. Wir haben eine Frage. Manu, hör auf, sie immer geile Schnalle zu nennen. Du musst respektvoll mit Frauen umgehen. Hey, respektvoll. Du coole Schnalle. Nee, cool. Also. Nein, cool macht's nicht. Okay, warum hat sie was geschrieben? Okay. Also, wir haben eine Frage an dich, Candy. Was war da los mit deiner Höhenangst? Dann frag. Moment mal. Bin ich der Einzige, dem auffällt, dass Candy auf einmal einen Punkt am... Hatte Candy schon immer einen Punkt am Ende? Seht ihr das? Das ist ein Faker. Hat die sich einen Punkt zugelegt? Ich weiß es nicht. Vielleicht will sie auf einmal einen Adelstitel oder sowas. Vielleicht haben. Ist das ein Schönheitsflick. Das ist eine sehr, sehr gute Erklärung. Kann man den noch wegoperieren? Ich habe diese Angst jetzt überwunden. Da ich also, ja. Alter, hat die was genommen? Ey, wo bin ich? Hat die was genommen? Also irgendwas ist ja nicht ganz in Ordnung, aber ich... Wo ist eigentlich... Bitte? Jetzt habe ich keine so... Okay, sie hat keine so große Angst mehr. Aber sie wollte wahrscheinlich, weil sie uns helfen wollte. Und wo ist eigentlich mein Sohn? Wo ist Pidissel? Warte mal, ist er im Keller? Denn im Keller habe ich für ihn eine tolle Überraschung aufgebaut. Im Keller? Ist er im Keller? Ach nee, warte, ich Klingt muss schon jetzt sehr gehen. Warte, ich guck mal ganz kurz. Pidissel? Nee, hier ist kein Pidissel. Denn ich habe... Noch nicht zeigen. Ich habe eine ganz tolle Überraschung für Pidissel. Was denn? Warte mal. Was macht Pidissel? Leute, such bitte nach Pidissel. Ich such. Hä? Warte mal, in Kennys Haus. Ich guck im Gerichtssaal. Bei Marshall ist er nicht. Nee, hier ist auch nicht. Oh. Ich sehe deine Überraschung. Ich hab ihn. Pidissel, was machst du im Krankenhaus? Pidissel. Ich hab nach meiner Frau geguckt, die immer noch im Krankenhaus liegt. Oh. Ach ja, das braucht ein bisschen. Was machst du denn hier? Du kleine Fratz. Stimmt, deine Frau ist immer noch. Liegt die denn? Ja, zusammen mit Manni. Ach, okay, ich suche mir eine neue.
Nein, die ist doch gesund. Hier, die ist scheinbar defekt. Die ist doch gesund. Die ist nicht defekt. Wie kannst du denn sagen, dass jetzt deine Frau... Jetzt ist sie 3 Tagen nicht mehr bewegt, obwohl sie gesund ist. Ich schaue mich nur um. Sie hat 20 von 2, aber vielleicht will sie halt noch ein bisschen chillen. Ja, chill ich halt auch woanders mit einer anderen Frau. Aber sie ist doch da nicht mit Money. Money geht's halt auch nicht gut. Da ist doch eine Trennwand dazwischen. Eben. Ach genau. Jetzt kommen die Ausreden. Da ist eine Trennwand. Ja, vielleicht ist bald eine Trennwand zwischen mir und ihr auch. Apropos Trennwand. Wir bräuchten 2 adäquate Architekten für eine sehr, sehr wichtige Mission. Denn wir haben immer noch ein riesiges Loch in der Mauer. Ja, ich habe hier angefangen, es zu reparieren. Oh, okay. Ja, weil ich schon fast heile. Ich wollte eigentlich mal einen Diego holen. Und was ich auch mal auf jeden Fall machen musste, solange es hier draußen, müssen wir mal ganz kurz Edgar ein bisschen umpositionieren. Und ich muss gleich mal mit Professor Ente reden. Sollen wir eigentlich ein Grab für die gestorbenen Diegos aufstellen? Es sind schon mittlerweile echt viele gestorben von denen. Ja, es sind zwei doch gestorben, oder nicht? Bei den Amazonen ist doch auch einer gestorben, oder? Oh, stimmt. Ach ja. Ach, Edgar, du passt wieder nicht durch die Tür. Das ist immer, weil du so eine kleine Naschkatze bist. Pidissel, geh mal kurz aus dem Weg. Hat jemand... Ich bräuchte echt mal eine Spitzhacke. Warum ist Edgar eigentlich so fett? Ja, ich Edgar ist nicht fett. Ich hab eine. Edgar hat nur schwer... Was soll ich denn machen? Soll ich ihn hier reinlassen? Nein, die Tür einmal aufmachen. Weil Edgar hat Probleme mit der... Vorsicht, ich bitte dich. Da. Okay, Edgar. Jetzt einmal kurz da durch. Entschuldigung. Edgar? Jawohl. Hier rein. Wo? Holt mir? Nein, er soll nicht in den Keller. Er bleibt erstmal hier im Gang stehen. Das passt erstmal. Pidissel? Warte mal. Was? Hat das hier einen Grund? Was dass denn? Da Holz fehlt? Wo fehlt da? Holz? Hier oben. Hier! Wo denn? Hier könnt ihr euch hinschlagen. Da hat vielleicht irgendjemand kaputt... Oder ist da Licht? Es könnte sein, dass mal Licht war. So. Ich wollte noch ganz kurz mit Professor Ende mal quatschen. Denn ob der mal irgendwie... vielleicht ein paar Infos für uns hat, was wir jetzt eigentlich machen sollen mit Pidissel. Hey, Palle. Gibt es ein paar neue Informationen über diesen Todeskeller, wo eure Särge drin lagen? Hat Pidissel irgendwas erzählt? Ja, nein, hat er nicht! Er scheint wirklich ein bisschen... Zumindest macht es so den Anschein, als wäre er teilweise ein wenig beschränkt. Er ist extrem süß und kennt die Quadratwurzel von 144, aber er ist trotzdem ein bisschen... ja. Ich hätte da eine kleine Idee, wie wir sicherlich an ein paar Informationen gelangen könnten. Und was? Ich könnte ihm eine leistungssteigernde Droge verabreichen? Sie sollte dafür sorgen, dass sein Gehirn ein wenig besser arbeitet. Vielleicht kann so sein Gedächtnis reaktiviert werden. Mein Sohn bekommt keine Drogen! Guck dir doch GLP und Zombie an! Die sind komplett plemplem wegen Awesome! Was? Ich fühle mich gut. Was Guck ist denn, Blem, Alter? Guck ihn dir doch an. Schlag dir in die Fresse, Alter. Oh Gott, da kommt auch Candy direkt. Nee, Professor Ende, das geht gar nicht. Alter, es wären auch keine... Nein, Manuel! Es wären auch keine so harten Drogen wie Awesome, sondern eher ein gut kontrolliertes Medikament. Ja, und wer hat das Medikament... Krieg ich auch was? Nein! Ja. Und wer hat dieses Medikament denn getestet, wenn das so ein gut kontrolliertes Medikament ist? Bei deinem Sohn. Momentan noch niemand. Professor Ende, Pidissel bekommt keine Drogen. Der würde... Nein! Wir sagen Nein zu Drogen, meine Damen und Herren. Und das sollte jeder tun. Na gut, dann probier es halt auf deine Weise weiter. Ja, wir werden schon an die Informationen kommen. So, Pidissel. Jetzt kommt die Überraschung. Ich hab ne Idee. Pidissel, jetzt kommt die Mega-Überraschung. Das muss in Caps Lock geschrieben werden, weil es einfach eine Mega-Überraschung ist. Es wird das absolute Spieleparadies. Hätte ich sowas in meiner Kindheit gehabt, ich wäre komplett ausgerastet. Ach, wir geben dir Awesome. Nein! Ja. Gib mir diesen kein Awesome. So, Leute, guckt euch das an. Das ist ein absolutes Spieleparadies. Hier gibt es eine Schaukel, ein Xylophon. Ja, will einer mit mir spielen? Ja, ich will. Nein. Warum geht das? Ey, du hast dir was hingestellt, was nicht geht? Manuel. Ich hab nicht so viel Geld. Es sind schwierige Zeiten. Nur Attrappen. Ja, also das funktioniert nicht ganz so gut. Das geht ja auch nicht. Hier. Manuel, pass doch nicht kaputt. Ja! Warte, ich will's auch sehen. Meinst du, er versteht gar nicht, dass es nicht geht? Ja. Lol, wie cool ist das denn? Da, guck mal, der...
Ja, da sind so ganz kleine Minifiguren. Hattest du so ein Spielzeug auch, wo man so auf zwei Seiten so diese Mannequins steuern konnte und dann geht einer so random K.O.? Das ist... Die Kiste geht. Wie kommt man hier runter? Au, meine Beine, hallo. Also irgendwie... Pidissel, ich kann. Ich hätte mit ein bisschen mehr Reaktion... Oh! Pidissel! Was passiert? Ja? Au! Das war ich gar nicht. Ich wollte da so. Hier oben ist ein Kind. Ich habe ein Kind gefunden. Ja, das war... Nein, das ist meins. Warum noch verheiratet? Ja, ich war mit Alec noch verheiratet, obwohl ich mich eigentlich geschieden habe. Ich spiele beim Reifen. Ey, hast du dich da echt... Ja, da kann man sich reinsetzen. Was? Tatsächlich, der funktioniert. Es funktioniert was. Hä, aber wieso funktionieren die anderen Sachen denn nicht? Ach, geil. Aber das ist... sorry, Leute. Ich will, das ist ein, guck mal, da unten ist sogar so ein ganz kleiner Edgar. Guck ihn euch an. Guck mal, wie du guckst. Der kleine Fritz. Hier, der kleine Fritz. Oh, ein eigener Edgar. Oh, ich hab Edgar. Bin da Edgar komm. Oh, er fliegt weg. Was denn? Pidissel hat Edgar. Pidissel hat Edgar. Ich hab Pidissel den, der Pidissel. Ich dachte, ich war ein bisschen verwirrt. Apropos verwirrt, meine Damen und Herren, wir müssen noch eine ganz, ganz wichtige Sache klären. Und zwar hatte ja eigentlich Dieter angesagt, dass ein Angriff von Xaroth bzw. seiner Armee kurz bevorsteht. Und bis dato, okay, hier ist noch alles im grünen Bereich. Weil ich hatte kurzzeitig ein bisschen Pipi in den Augen, dass wir hier hinkommen und auf einmal ist hier alles komplett destroyed. Hallo Paluten. Dieter, gibt's was Neues bezüglich des Angriffs auf unseren schönen Außenposten? Glücklicherweise nein. Allerdings besteht momentan höchste Alarmstufe in unserem Posten. Der Angriff kann jede Sekunde starten. Laut unserer Spione gibt es in Xaroths Basis tägliche Truppenbewegungen, die uns sehr beunruhigen. Also heißt es momentan, dass wir abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Ich trinke zwar selten Tee. Jupp, es sei denn, ihr habt noch Ideen, wie wir den Außenposten weiter verstärken können. Zudem ist natürlich jeder Mitstreiter, der uns bei der Verteidigung helfen kann, sehr gerne gesehen. Hier, wir haben jetzt Candy! Und wir können... Stellt euch vor, wir bilden Pidissel aus. Und er wird auch nur annähernd so eine Kampfmaschine wie wir. Das ja, der greift uns Sache selber an. Aber... Nein. Das ist viel zu doof. Nein, er ist nicht doof. Er ist vielleicht einfach nur noch ein Baby oder so. Weil du klar, red dir das ein. Ja, ist okay. Der ist ja praktisch gerade geboren worden. Und Leute, was ich auch in den Kommentaren der letzten Folge stand, eine Frage ganz, ganz oft. Und zwar, sag mal, was ist denn das hier für ein Gang, Alter? Das hier war ein Prototyp für das Stadtland-Fluss-Spiel. Welches wir ja mal in einem Livestream und in einer Folge gezockt haben. Allerdings wurde das dann an einer anderen, mehr luftigeren Stelle errichtet. Das hier war ein bisschen trist. Voll der bisschen, Keller. Ja, da haben die Architekten von Professor Ente scheinbar nicht ganz so gut gewerkelt. Und deshalb haben wir das eher nach draußen verlegt. Deshalb, es hatten sich halt voll viele Komm mal Kommentare. Her. Ja? Geh mal weg. Ja. Da. Das ist doch schöner. Ja, aber was ist, wenn wir da drin noch irgendwas anderes mal machen wollen? Dann können wir das ja wieder abbauen. Aber nicht, dass sich kleiner Pidissel da verirrt. Und darunter fällt. Du hast tatsächlich mitgedacht. Ja. Da bin ich von dir ja gar nicht gewohnt. Hat jemand ein Steak? Au! Ja. Wieso hast du mich geschlagen? Auch nur so. So, warte. Weil dann kann ich dir nämlich anheuern. So, du kriegst 3 Steaks. Hast du das gerade gegessen? Nein. Ah. So. Würde ich auch nicht. Warum? Weil ich mich damit eingerieben habe. Du hast dich mit Steak. Ja. Ich hatte kurzzeitig... mit meiner Haut. Kurzzeitig hatte ich so ein Bild vor Augen, wie du dich einfach mit so Steak einschmierst. War geil. In der Badewanne. in der Badewanne. 100 Steaks. 100 Alter. Steaks. Classic. 100 Kilogramm Steak. Hier wurde... Oh. Maudado, das hast du sehr, sehr schön zusammen. Danke. Ach, das war Zombie. Nee. Hast du schön gemacht, Maudado. Ja, nee, ich hab dich lange nicht mehr gesehen, Zombie. Ich dachte, du... Ja, weil der so hart gearbeitet hat. Nee, ich schlafe in meinem Haus. weil du so komplett fertig bist. Leute! Ja? Ja, weil ich fertig bin. Wir sind auch fertig mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Was unsichtbar für Paluten sagt? Das ist unsichtbar.
Leute, lasst eine kleine Bewertung, das schaut unbedingt bei Maudado, Zombie, German Let's Play und Mr. X vorbei. Alle Leute sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sind jetzt auch noch ein paar Videos verlinkt, die ihr euch sehr, sehr gerne angucken könnt, sofern ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr oder ansonsten heute zu anderen Videos. Tschüss, Leute. Tschüss. Man kann hier flüstern. Ich hab's gerade ausprobiert, ja. Du Stinker.